herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir fahren jetzt los, einen Ersatzteilspender abholen. Ganz interessante Sache, weil wir haben schon längst ein Video bekommen und es geht um dieses Auto. Ihr seht hier unseren Renault 5 GT Turbo. Dieses Auto, kann ich euch sagen, ist super schwer dafür, Ersatzteile zu bekommen. Überhaupt Teile, Federn, Turbolader, alles super, super, super schwer. Und jetzt haben wir aus der Community einen Anruf bekommen. Hey Marco, hier steht ein Renault 5 GT Turbo. In, ich glaube, blau ist der. Steht schon seit 20 Jahren im Schuppen. Aber was reden wir lang? Nadine und ich fahren jetzt los. 120 Kilometer ab nach Bad Oeynhaus. Und dann schauen wir mal, wie es da aussieht und was da so alles gibt. Bis gleich. So, wir sind angekommen. Bei Oliver und Christian, jetzt habe ich mir die Namen noch gemerkt. Aber es war andersrum, kein Problem. Ich sage euch, es wird so lustig. Wir holen ja einen Renault 5 GT Turbo ab. Und jetzt seht ihr hier, schöne Einfahrt. Da hinten steht, was ist das, ein MG? Der wird hier gerade von euch aufgebaut. Ja, mehr von dem Christian. Perfekt. Auf jeden Fall wird er hier gerade aufgebaut und denkt so, okay Marco, cool, Jungs, schrauben auch alte Autos. Wo holst du den Wagen denn ab? Eigentlich steht der Transporter schon gar nicht so schlecht. Da hinten ist der Besitzer vom Auto. Opa Hanzo, wir müssen jetzt den Renault holen, richtig? Richtig. Oh, hier ist ja ich habe mir das überlegt, ich behalte. Ich schon bezahlt, sagt Nadine. Ja, mach ja nichts. Hast du Papiere? Das ist der alte Schlagmensch, der war geil. So, aber wo wir gerade stehen geblieben sind, wir stehen jetzt hier und ihr seht, eine Treppe, eine Garage, eine Einfahrt. Wo ist denn das Auto? Ich gehe jetzt mal mit euch, hier gehen wir so die Schritte lang, schöne Wiese. Und jetzt denkt ihr so, hey, du wolltest ein Auto holen. Wo ist hier ein Auto? Hier ist eine Terrasse. Aber wir sehen immer noch kein Auto. Ah, doch, man könnte was erahnen. Guck, hier steht noch eine alte Vespa, geil. Da ist er, GT5 Turbo. Jetzt fragt ihr, Marco, was ist damit? Das ist ein Ersatzteilspender. Der steht jetzt hier, wie lange sagst du? 25 Jahre. 25 Jahre steht er hier einfach unter so einem Schuppen hier. Zwischen Holz, hier wird Holz gesägt. Und da steht er. Der Reifen hat auch mal einen besseren Tag. Ja, was soll ich sagen? Geiler Ersatzteilspender. Ihr wisst, bei unserem Renault kriegen wir keine Teile. Uns fehlt das, hier fehlt da eine Schraube, uns fehlen die Federbeine, uns fehlt immer so ein bisschen Krams. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Auto muss jetzt den ganzen Weg zurück. Jetzt wird's lustig. Steckt der Schlüssel denn? Steckt, ja. Okay. Wir gehen an Steuer, der neue Besitzer. Eigentlich die leichteste Person. Der springt ja gar nicht an. Oh. Ja, die Batterie ist bei uns auch kaputt. Oh, du hast mir gesagt, ja 2 Jahre Garantie, wo der Mann neu war. Ja, das wird lustig. Was habt ihr hier schon? Seil vorbereitet? Ja, ja. Also machen wir jetzt Tauziehen oder was? Ja, klar. Ich gehe mal nach hinten, ich bin der Schlankeste. Ich glaube, dass wir den so nicht rausbekommen werden. Das stimmt so nicht. Werden. So. Meinst du? Ja, er bewegt sich. Da haben wir eben mit 2 Mann. So. Ja, da kommt er. Eieieiei. Sogar, warte mal, ich komm. Sogar das Rad hier vorne, das kaputte Rad dreht sich noch. Das ist ja die Felge. Wenn ihr reingefahren habt, da standen auch die Bäume nicht, ne? Die kleinen da nicht. Die kleinen Dinger waren noch nicht die weg. Aber der ist mal hier reingefahren. Ja, selber gefahren, auf eigenen Rädern ja, aber nicht mit eigenem Motor. So. Haben wir hier sind wir nicht durchgefahren. Das ist so. Übrigens, für viele, falls ihr fragt, der Motor ist natürlich noch drin. Hier ist auch noch ein kleines Hamsternest oder was auch immer. Mäuse. Aber Motor vollständig und komplett original. Das Auto ist absolut unverbastelt, ne? Ja. Christian, wir brauchen noch mal deine Luft. Der eine hier, der ist schon wieder fast schwapp. So eine Bergung habe ich auch noch nicht. Wir haben jetzt erst die Tage mal ein Audi Coupé. Ich habe dir Bilder geschickt. Ich habe dir gesagt, wusstest, worauf du dich einlässt. Ich finde es auch immer wieder geil. Allein das ist schon das Erlebnis wert. Man steht vorne vor dem Haus, alles Taco. Und dann auf einmal stehst du hier mitten im Wald. Das ist ja wirklich mitten im Wald, ne? Ja. Ich werde ja schon immer angemeckert. Wie kann man sowas doch kaufen? Viele Leute ist das Schrott. Das verstehen viele nicht. Ja, aber wir beide wissen, was das ist. Deswegen kostet sowas auch Geld noch. Und auch wirklich nicht wenig Geld. Ich habe eben nur gesagt, ich habe ja noch ein paar Autos. Hat er mir schon verraten. Hast du was Schönes für uns dabei geschnappt? Sportprinz. Da habe ich genau, da habe ich auch so. Nee, oh. Nee, ein Sportprinz. Das sind das 1100 Kubik, ne? Gab's nee, 800. Alter. 2 Zylinder. Ein Stück nach vorne hast du das Erfolgste noch, ne? Oh, hinten sieht ganz gut aus. Ich glaube, jetzt können wir auch schon bald einschlagen. Ja, ich komme mal an das Ruder. Ja, gehen wir mal an das Ruder. Na, ruder mal. Ja. Also den Schuppen besser stehen lassen. Ja. Oh,
Passt das? Jo. So, jetzt würde ich sagen... Hast du eine Säge? Ich gesagt, Micha schubst das Ding alleine hier durch den Garten. Ich glaube, der kleine Busch muss da weg. Nein, das war ein Scherz. Ja. Wir haben es ja alles hier. Das ist, ja. Marco, ich kriege gerade Angst. Jetzt bin irgendwo der Baum gefällt. Müssen wir einschlagen. Jetzt willst du mal ein Stück zurück. Und den ein bisschen stärker einschlagen. Ja, zu weit dürfen wir nicht, ne? Ja, viel weiter können wir nicht, weil wenn ich jetzt einschlag... Ja, dann ist er nicht an den Bund gekommen. Richtig. Also ich glaube, den müssen wir auf jeden Fall wegmachen. Ja, komm. Ich jetzt? Ja. Das reicht. Das kommt alles von selber wieder. Ich glaube, das reicht. Und jetzt... Warte, 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 bei drei. Eins, zwei, drei. Wenn er rollt, dann lass ihn ruhig. Ja, mein Arzt macht Luftsprünge. Los, bist du hier. Eins, zwei, drei. Jawohl. Immer weiter, weiter, weiter. Ach, und wie du lang lenken musst? Mal ein bisschen. Hier vorne kommt eine Drachenne, ne? Hast du das da rechts? Ja. Ja, noch so lange, ja, ist gut. Ja, wir nichts. Guck mal, ich bin weg hier. Der rollt nicht so. Vorsicht. Ich hab's Lenkrad aber auch. Ich ruder, wir rudern direkt bis zum Schlüpper. Ich glaube, wir können schon wieder ziehen hier. Und jetzt kommt die größte Herausforderung. So, pass auf, ich probiere jetzt mal was. Ich fahre aber erstmal ein Stück zurück, das passt dir hier zwischen. Du hast gesehen? Ja, ich hab die Idee. Darf ich dir das mopsen? Na, hier doch, dafür ist da. Soll ich mal gern. Das ist gut. Das ist gut. Du hast aber noch nicht gelebt. Wir haben viele Sachen gemacht, aber das haben wir noch nicht gemacht. Nein. So, wir haben mal Dosen. Komm wieder auf die Füße. Können wir weitermachen, denke ich. Vorsicht! Ja, mach mal ruhig. Das haben wir doch. Also, ich könnte auch Berger werden. Also ich ja, genau. Der Ersatzteil Berger. Ja. Hans, du hast jetzt noch die Chance zu sagen, bring's zurück. Ja. Nee, ich lasse ein bisschen was hier von dem Zeug. Aber was man sagen muss, dafür 25 Jahre circa unter dem Schuppen, ganz, ganz wenig oder eigentlich kaum Schimmel, ne? Fenster auf. Hat beide Fenster offen. Weil die Sitze und so, das sieht echt alles noch vom Zustand her ganz gut. Ich sag ja, der wird gleich nach Hause kommen, waschen, saugen, fertig. Also mit den zwei war schon gar nicht schlecht. War mir mal nicht ganz sicher. Ich dachte immer, der Turbo zum Beispiel hätte roten Teppich gehabt. Das ist original. Beim nächsten Mal kriegst du einen roten Teppich. So, jetzt gucken wir das Ganze mal. Ne. Ich glaube, das war die spannendste Abholung seit langem. Drauf ist er, verzurrt ist er, hier lachen alle seid ihr fröhlich. Also mir hat Spaß gemacht, so Menschen wie euch zu treffen, ist immer wieder geil. Auch schöner Kurort hier. Darum, ja. Darum macht das Hobby ja auch mir Spaß dabei. Sonst macht das ja keinen Spaß, wenn das alles so... Sonst wäre er langweilig, ne? Ja, langweilig. Wir dampfen ab nach Hause, 120 Meter. Ich danke euch, bleibt gesund und schau dir da Opa Hans, schau dir dein Auto an, das wirst du wiedersehen. Versprochen, im Internet, aber nicht im Fernsehen. So, wir fahren nach Hause, bis ab. Ja. Die Abmoderation machen wir normal. Ja. Bis ab. Schwieriger Abend. Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um den Renault 5, den wir bereits mit Mike zerlegt haben. Wenn der Renault 5 da ist, wäre es natürlich auch da. Mach mal die Tür auf, du kannst dem Herrn ja mal guten Tag sagen. Hallo Michael. Der Mike hat zum Beispiel gemacht, das Originallenkrad eingebaut. Erstmal müssen wir erzählen. Hektisch, ne? Sehr hektisch. Erstmal müssen wir erzählen, wo wir die ganzen Originalteile herholen. Ne? Mike, wir waren am Sonntag Teile abholen. Ja, richtig. Armaturenbrett, Lüftungsregler, wie ihr gerade seht, und auch diverse Innenausstattungsteile, unter anderem auch das originale Lenkrad. Der Mike hat sich schon um einiges gekümmert, die aus der Community-Sachen, die hier kommen sind, die liegen nämlich schon im Kofferraum. Ich konnte es gar nicht glauben. Wir haben ein Video über den Renault 5 gemacht und dann kamen
will das mal zeigen, was für eine geile Community ihr seid. Nagelneue Bremsscheiben, aber wirklich nagelneu, einen originalen Vergaserdichtsatz, eine nagelneue Rückleuchte ist hier drin. Alles original Renault-Teile mit einem lieben Brief dabei. Ich hoffe, wir dürfen es überhaupt zeigen. Hallo liebes Team der Halle 77. Da ich euren Beitrag bei Facebook gesehen habe von der GT5 Turbo. Jetzt habe ich schon wieder gelesen, Facebook. Ich glaube, oft unterschätzen wir Facebook. Mhm. Instagram ist für mich so meine Hauptplattform und YouTube natürlich. Auf jeden Fall geht um den GT5, also den R5 Turbo. Das Auto hat mich 11 Jahre lang begleitet und war eine schöne Zeit. Also der Herr hatte selbst ein Auto. Er hatte diese Teile noch an Lager und hat sie uns kostenlos zur Verfügung gestellt. Wirklich, herzlichen Dank nochmal für diese tollen Teile. Und der Hammer, den wir in dem Paket dabei bekommen haben, hat der Mike schon längst verbaut, ne? Ja, vorne. Die originalen Nebelscheinwerfer in Gelb, in Neuzustand. Und ich muss ganz klar sagen, ich weiß das sehr zu schätzen, weil diese Nebelscheinwerfer werden echt mit sehr hohem Geld gehandelt, also hohe Beträge. Und wir kriegen es einfach zugeschickt. Ey, ja, wirklich, krass. Wirklich krass. Aber ihr seht, sie bekommen auch eine Verwendung. Und ich glaube, der Vorbesitzer freut sich, dass dieser Renault 5 lebt. Mike hat sich schon umgezogen, passend für die Arbeit an diesem wunderschönen Fahrzeug. Mike hat das ganze Auto gestern zusammengebaut mit den Teilen, die wir haben. Guck jetzt mal selber rein, was du sagst. Sieht gut aus. Innen drin muss er jetzt komplett gereinigt werden, aber wir sind soweit vollständig. Wir haben jetzt so 2, 3 Probleme noch mit dem Lichtschalter, glaube ich. Ne? Der Lichtschalter hat keinen richtigen Kontakt und so. Ja, so 2, 3 Kleinigkeiten. Aber darum geht es jetzt erstmal nicht mehr. Wir haben gesagt, wir kümmern jetzt uns darum, dass das Auto jetzt repariert wird und fahrbereit gemacht wird. Was wir jetzt dafür machen müssen ist, Mike bockt den erstmal auf. Mike, du siehst gut aus in der Hose. Ja, findest du. Ich wurde ja auch von dir verknackt. Ich muss nach 30 Jahren noch meine Latzhose anziehen. Also mir fällt nichts mehr dazu ein, ehrlich. Oh, die könnte nur mal kleiner sein, ne? Die könnte mir ja fast passen, ne? Ja, nee, nicht mehr. Woran erkennt man, dass Mike Harder hier ist? Alles ordentlich? Ah, nee. Oh, ist aber heute schwach, ne? Ja, ich hab nichts mehr da. Ich hoffe, wir bestellen gleich zu essen. Ich hab schon Hunger. So, was machen wir jetzt, Michael? Was ist heute dein Plan? Mein Plan ist heute den Turbolader rauszubauen, weil er hat ja stark geölt. Und da finden wir jetzt mal raus, ob es an der Abgasseite liegt, dass er da Öl rausdrückt. Also wir bauen jetzt den Lader aus, oder Mike baut den Lader aus, ich baue da gar nicht mit. Der Mike hilft uns gerade echt gut aus, gerade bei so Projekten. Aber ich habe ja auch gesagt, Renault, da war er sofort angetan und Mike ist richtig scharf auf die Probefahrt, ne, damit wir auf der Straße zu fahren. Und das wird der Mike natürlich dann auch genießen. Und was ich jetzt schon mal verspreche im Video, du bist derjenige, der das Auto zuerst auf der Straße fährt. Nicht ich, sondern du. Aber ich setze mich auf den Beifahrersitz und muss das Ganze ertragen. Ihr seht jetzt, wie Mike den Lader ausbaut. So, Micha, Lader ist draußen. Ich mache jetzt hier dieses Kniestück noch ab und dann gucken wir uns das mal an, ob wir vielleicht was erkennen. So, Kniestück ist ab, Korrosion ein bisschen. Jetzt mal sehen wir hier einen ganz guten Riss von der Turbine hinten zum Gehäuse und hier auch zur Wastegate-Klappe. Wastegate-Klappe ist meistens das Problem, dass sie nicht mehr richtig schließt. Dann kriegst du auch nicht vernünftigen Ladedruck zustande. Und hier rein, wenn du hier reinguckst, das sieht schon auf jeden Fall stark nach Öl aus. Diese Benetzung hinten drin, siehst du das? Mhm. Und auch hier in dem Bereich sieht alles stark nach Ölkohle aus. Jetzt kommt eigentlich das Fatale. Das ist extrem viel Spiel. So viel Radialspiel. Axial hatte eigentlich kaum was, aber Radialspiel darf er nicht haben. Und das schafft die Abdichtung auch nicht. Im Prinzip von der Rumpfgruppe aus zum Turbinenläufer abzudichten. Sonst sieht er eigentlich ganz gut aus. Das ist eine ziemlich kleine Mickey-Maus, aber anscheinend hat er nicht geschliffen. Luftfilter wurde anscheinend auch gefahren. Also ich sehe hier keine großen Schäden. Ja, der muss auf jeden Fall jetzt revidiert werden. Weil so klappt es auf jeden Fall nicht. Ich hoffe, der Flo hat auch noch ein anderes Abgasgehäuse, weil mit dem kann man eigentlich nichts mehr anfangen. Wie ihr bemerkt habt, das Renault-Video ist sehr, sehr, sehr wild. Viele verschiedene Sachen sind passiert, viele verschiedene Tage gewesen. Jetzt ist aktuell das Stand der Dinge. Hier steht der Renault 5 GT Turbo, den wir ja schon zerlegt haben, wo der Mike gerade den Turbolader ausgebaut hat. Den Turbolader wollten wir zu Flo bringen, haben es zeitlich noch nicht geschafft. Ihr habt gesehen, Abgasgehäuse kaputt. Aber es ist noch viel, viel mehr, sagt ihr, an dem Auto dran, was nicht original ist. Ihr wisst, im Motorraum, hier mal eine kleine Abbildung, sind blaue Schläuche. Da ist alles Mögliche zusammengefummelt. Wirklich alles Mögliche, was da nicht rein soll. Ich möchte das Auto möglichst original haben. Jetzt haben wir ja unseren Waldfund. Jetzt hatte ich schon wirklich überlegt,
Phase 2 muss man mal sagen. Phase 1, ihr seht Unterschiede, Stoßstange lackiert, Nebelscheinwerfer sind ein bisschen länglicher, eckiger. Das Auto wirkt älter, richtig? Aber er sieht, jetzt wo ich den mal so sehe, ihr habt einmal drüber gewaschen wahrscheinlich. Ja klar, ne? Das sieht gar nicht so schlecht aus, ne? Er ist von unten außen. Drunter ist er komplett durch. Okay. Unten drunter ist nicht rettbar, so wie bei dem Ford Fiesta, so wie beim Audi Coupé. Leider alle durch. Meine Idee war, das Auto, dieses, auf die Optik umzurüsten, sprich die nicht lackierten Stoßfänger, die nicht lackierten Verbreiterungen, die Originalfelgen, die hier drauf waren, weil da waren ja alle Reifen platt, auf den zu switchen. Dann hätten wir es aber nicht mehr in Wagenfarbe und nicht mehr original. Aber wir hätten optisch ein Phase 1. Was wir aber auf jeden Fall machen, und da, deshalb habe ich dieses Auto gekauft, machen wir eben die Haube auf. Hast du hier manchmal reingeguckt, Micha? Nee. Ja, ich sehe das Auto gerade so richtig zum ersten Mal. Leuchte mal nach da rein. Wir haben endlich eine originale Tacho-Einheit. Also keine Folie mehr drauf. Wir haben alle Schalter, wir haben alle Sitze. Die Sitze sind sogar noch heile, halt nur ein bisschen staubig. Guck mal. Ich weiß nicht, ob der Motor läuft, aber hier ist alles original. Original Luftfiltersystem, original Ladeluftkühler, die originale Ansaugung, das originale Röhrchen, das Zusatzgebläse, die Zusatzkühlung, alles original. Und ich sag euch, jedes Bauteil einzeln überhaupt irgendwo zu finden, unmöglich. Also ich hab's ja probiert, wir haben ja wirklich, liegt mir, das Video ist 3 Monate alt, der erste, der zweite Teil in dem Video. Ich habe keine Teile bekommen, keiner hat sowas, steht sowas nie bei drin. Und jetzt haben wir einen kompletten, wirklich kompletten Teilespender und können uns überlegen, was wir machen. Motorraum rüsten wir natürlich so zurück, inklusive Turbolader, Abgaskrümmer, das gucken wir uns alles an hier. Bringen das vielleicht wieder hier drin zum Laufen und dann switchen wir es mal rüber. Jetzt überlege ich nur, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Machen wir in Phase 1 draus oder lassen wir in offiziellen Phase 2? Ich finde es irgendwie cooler, weil er sieht älter aus. Ich würde mal, guck mal an der Linse vorbei, sag mir mal was, was du sagst, Micha. Welchen ich von der Form cooler finde? Form ist beides gleich. Der Unterschied, warum? Das Auto sieht moderner aus, ne? Ein bisschen, ja, aber denk dran, ist auch eine ganz andere Farbe, ne? Ja, aber weißt du, warum das Auto moderner wird? Wagenfarbe, 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 weiße Blinker. Ja, 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 ja. Einfach tristes Grau, Orange, und deswegen sieht das alles älter aus. Das war aber Serie so, das war auch Serie so. Das war auch jetzt das Abschlusswort, aktuelle Stand der Dinge, und ihr wisst ja, was wir jetzt machen. Sind diese Plastikleisten, sind die nicht eigentlich schwarz? Nee, die sind so lang. Oder nur ausgebleicht jetzt, ja, durch die Sonne, sind, weißt du, was die ich meine? Die sind natürlich ein bisschen gräulicher, aber die sind nicht tiefschwarz. So wie die Spiegel ungefähr so sind die. Ah, okay. Also nicht tiefschwarz, könnte sonst, man aber auch tiefschwarz lackieren. Sonst wird es ja, also schwarz wird darauf mit den Felgen. Weiß ja, ich aber nicht, viele, ja? Ich sag mal jetzt, wir sind ja mittlerweile voll im Oldtimer-Fievel oder Favel. Das hier zum Beispiel ist ja alles die erste Serie, die Stoßstange. Der hat ja vorne gar nicht so einen Spoiler-Ansatz, wie du da siehst. Mhm. Die Nebelscheinwerfer sind viel klobiger, da sind sie etwas sportlicher. Du nimmst den Originalcharme, den er eigentlich ist, also sprich die zweite Serie, rüstest du um auf, du machst das Auto künstlich oder optisch älter. Dabei ist er ja die zweite Serie. Ich hoffe, man hat es einigermaßen in diesem Video verstanden. Älteres Video, jüngeres Video, hörst du was. Aber eigentlich Ersatzteilbeschaffung für unsere Renault 5 GT Turbos. Da geht es jetzt weiter dran. Also kommt bald ein neues Video. Bis dahin, ciao.